Moin Moin Seekraus Freunde, willkommen zurück auf dem Seekraus Kanal, dem Infotainment Portal rund um World of Warships. Ich bin's wieder, euer Maracha, und ich werde euch heute ein bisschen was über die Geschehnisse in unserer World of Warships Szene erzählen. Wir haben wieder ein paar Themen für euch. Ich hatte ja gestern schon mal durchblicken lassen, dass ich noch ein paar Themen habe, die jetzt nicht zeitlich so super dringend waren, aber über die ich euch natürlich informieren möchte. Ganz neu dabei ist auch die Supertest-Infos zur Azuma, zur Leone und zur Neustrashimi und ja, Freunde-Werben-Programm, all so eine Sachen. Lasst uns einfach von oben nach unten dann diese Sache einmal abarbeiten. Wir sind hier schon auf der Seite zum Flaggen-Event. Ihr erinnert euch vielleicht, vom 15. Februar bis 18. Februar gab es dieses Flaggen-Event. Immer wenn ihr 15 Flaggen, glaube ich, auf dem Schiff zusammen hattet, habt ihr quasi einen Punkt bekommen, um am Gewinnspiel weiter teilzunehmen. Und man konnte ganz viele Punkte sammeln, immer pro 15 Flaggen gab es einen Punkt. Und am Ende war die ganze Geschichte so, dass man 50 Mal die Massachusetts gewinnen konnte und 3000 Mal 10 Ausfertigung von der Union Jack Tarnung. Und ja, es ist jetzt ausgelost worden. Die Gewinner stehen hier. Also ihr klickt darauf und könnt dann nach eurem Namen suchen. Oder klickt dann hier auf die Union Jack Tarnung und könnt dann da nach dem Namen suchen. Wie macht ihr das? Ihr klickt darauf, drückt dann auf der Tastatur STRG F. Dann geht oben ein kleines Fenster auf in der rechten Seite. Tippt da euren Namen ein. Also ich nehme jetzt einfach mal den ersten. Jetzt habe ich AC eingetippt. Und ihr seht sofort, wo die Übereinstimmungen sind. Und so weiter und so fort, da springt er dann hin, ne? Also macht einfach die ganze Geschichte auf, prüft da zweimal ab, tippt euren Namen ein und gut ist das. Ich kann mal gucken, ich habe noch gar nicht geprüft, ob ich da irgendwo mit dabei bin. Nee, er meckert schon, also bin ich da nicht mit dabei. Ich bin auch nicht so viel gefahren an dem Wochenende. Also nur mal, dass ihr dann einen Überblick habt, weil bei den ganzen Namen hier kann man ja schlecht rausfinden, ob man selber dann da dabei ist. Darum mein Tipp, STRG F ist die Suchefunktion in einem Browser. So, nächster Punkt ist dann schon die King of the Seas. King of the Seas 8 ist quasi da. Und zwar startet jetzt die Anmeldung zum Turnier. Es geht dann um eine ganz besondere Flagge. Und King of the Seas ist ja auch ein tolles Event. Sehr hochskillige Clans sind da mit dabei. Wird immer weltweit übertragen, kann man sagen. Mit dabei sind dann diesmal auch Isolate, Flamu, Mighty Jingles, Chrysanthos und Mr. Conway, die dann da in St. Petersburg die ganze Sache übertragen. Da kann man am Ende, wenn man gewinnt, hier so eine Superflagge benutzen, die man auf jedem Schiff dann einfach hissen kann. Man kriegt extra Erfahrung, Kapitäns-EP und 15% mehr Kreditpunkte. Allerdings bekommt das nur der allererste Platz. Also von daher ist das schon eine heftige Geschichte. Die Teams sind auf Schiffe der Stufe 10 beschränkt und dürfen pro Gefecht maximal 3 Großkampfschiffe oder höchstens einen Flugzeugträger einsetzen. Das heißt, entweder nehmt 3 Schlachtschiffe mit oder ihr nehmt 2 Schlachtschiffe und einen Flugzeugträger mit. Und dann gibt es eben Gruppenphasen und so weiter. Ich will jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen. Es werden gigantische Preise ausgeschüttet. 500.000 Dublonen in Gesamtsumme und 500.000 Stahl können insgesamt verdient werden. Also auf alle Teilnehmer verteilt. Dann gibt es hier einen Discord und so weiter. Wenn ihr euch darüber interessiert, solltet ihr einen Blick in diese Regeln hier werfen, die sehr, sehr interessant sind oder wichtig sind natürlich. Und es gibt dann hier verschiedene Karten. Tränen der Wüste, Fahrt des Kriegers, Norden, was ist das hier, Schatz, was war das noch? Splitter, glaube ich. Land des Feuers, Meer des Glücks und Falle. Das sind die Karten, die gespielt werden. Anmeldephase ist vom 2. bis zum 9. März. Das könnt ihr direkt über den Link machen. Den werde ich euch natürlich auch wieder unten in die Beschreibung der Flaschenpost reinsetzen, sodass ihr da direkt raufklicken könnt und das nicht auf der Webseite suchen müsst. Dann gibt es hier den Discord-Link natürlich und hier schon mal die Vorab-Info, wann wird King of the Seas denn stattfinden. Der erste Gefechtstag ist der 10. März ab 15 Uhr. Der zweite ist der 16. März, also genau eine Woche später kann man sagen, also 6 Tage später um 15 Uhr. Und der dritte Tag ist dann einen ganzen Tag später, auch wieder um 15 Uhr, wo es dann, dann in die weiteren Ausscheidungen geht. Dann gibt es die Finalkämpfe eine ganze Woche wiederum später, am 23. März und am 24. März das internationale Finale. Das kann man dazu sagen. Was kann man hier noch mitnehmen? So 5000 Dublonen und
5000 Stahl plus die Flagge für die Spieler, die im Gewinnerteam waren, die in den zweiten Platz belegt haben, halt ohne die Flagge 4000 und 4000 und so weiter. Ihr seht es ja hier selber, ich brauche es euch nicht weiter vorlesen. Und wenn man nur teilgenommen hat und nicht 32. mindestens geworden ist, gibt es halt diese FTW-Lackierung, die auch ganz nett sind. Also zumindest ein Dankeschön und man hat auf jeden Fall eine Erfahrung gewonnen. Und ja, der olympische Gedanke zählt da vielleicht für den einen oder anderen dann halt auch mehr als der realistische Gedanke da groß abzusahnen. Vermute ich jetzt einfach mal, wenn da große bekannte Clans mitspielen, die sind natürlich trainiert und so weiter. Aber versucht euer Glück, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, ich werde da vielleicht auch mal reinschauen, wenn es denn übertragen wird und ich gerade eine Sekunde Zeit dafür habe. So, nächster Punkt ist dann neues Freunde-Werben-Programm, kann man sagen. Ja, World of Warships hat vor kurzem die ganze Sache vorgestellt, also seit gestern eigentlich, dass es ein neues Programm gibt. Im Vergleich zu dem alten Programm konnte man früher nur 3 Freunde werben und danach war man aus dem Programm raus. In Zukunft ist es so, dass derjenige, der wirbt, zwar weniger bekommt, dafür aber unendlich Spieler einladen kann, also Freunde, ne? Und zwar am Ende sind es halt 3 Tage World of Warships Premium Spielzeit und 1000 Kohle für jeden Freund, den man in World of Warships mit hineinbringt. Ja, es gibt hier einen Einladungslink. Meinen Einladungslink, wenn ihr da Interesse haben solltet, jetzt das erste Mal gerade irgendwas von World of Warships erfahrt, ihr interessiert seid, könnt ihr natürlich unter jedem Livestream und in jedem Livestream auch über einen Bot abrufen und unter jedem Video auch in der Beschreibung finden, sollte da Interesse bestehen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den benutzen würdet oder vielleicht sogar weiterteilt. Es kann ihn aber jeder von euch anlegen. Er muss sich einfach einloggen. Und ich mache es jetzt einmal nochmal kurz vor. Dann gibt es hier oben den Button Freunde einladen. Ja. Und dann landet man auf seiner Seite und hat auch seinen persönlichen Link. Was erhalten die Spieler, die ihr einladet? Das steht hier schon mal auszugsweise. Wir gucken uns aber die Regeln im Detail an. Und ja, ihr müsst mindestens Werperstufe 3 haben und dann könnt ihr andere Freunde einladen. Ihr bekommt, wie ich eben schon gesagt habe, 3 Tage World of Warships Premium Spielzeit, 1000 Kohle. Und das gilt für jeden neuen oder zurückkehrenden Spieler, weil ihr in Zukunft nämlich auch zurückkehrende Spieler fördern könnt sozusagen. Diese müssen mindestens 90 Tage World of Warships nicht gespielt haben und dann zählen sie als zurückkehrende Spieler. Und ihr bekommt dann dafür ebenfalls die 1000 Kohle und die 3 Tage Premium-Spielzeit. Was bekommt denn derjenige, den ihr werbt? Also entweder das erste Mal für World of Warships oder eben dann als zurückkehrender Rekruten. Der erste, den ihr werbt, der quasi noch nie World of Warships gespielt hat, der bekommt, nachdem er sein erstes Gefecht in World of Warships gespielt hat, nicht mehr die Diana, sondern die Diana Lima, einen Liegeplatz, einen Kapitän mit 9 Fertigkeitspunkten und 7 Tage World of Warships Premium-Spielzeit. Sobald er dann das erste T6-Gefecht mit einem, also T6-Schiff gefahren hat, bekommt er nochmal ein T6-Schiff geschenkt, nämlich die Warspite. Auch ein Liegeplatz, ein Kapitän mit 10 Fertigkeitspunkten, 7 Tage World of Warships Premium Zeit, 5 Millionen Credits, 25 Signalflaggen jedes Typs und 25 mal 5 Container mehr Ressourcen. So rum. Ja. Also, ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, diesen Werbelink weiter zu verteilen, weil derjenige wird daran eine Menge Freude haben. Diejenigen, die World of Warships mal gespielt haben und dann wieder vorbeischauen wollen, und davon gibt es vielleicht auch den einen oder anderen bei euch in einer freundschaftlichen Umgebung oder in einer Familie, wie auch immer, der bekommt bei deiner Rückkehr dein erstes Gefecht in World of Warships, die Diana Lima, ein Liegeplatz, ein Kapitän mit 9 Fertigkeitspunkten und 7 Tagen World of Warships Premium Zeit. Spiele ein Gefecht mit einem beliebigen Schiff der Stufe 6, da bekommt er den Warspite, also quasi das Parallele wieder oben. Und wenn er dann das zusätzlich gemacht hat sozusagen, dann gewinne 25 Gefechte eines beliebigen Typs, dann bekommt er nochmal 2 Supercontainer und 14 Tage World of Warships Premium Spielzeit. Die ganze Geschichte ist also aufgebohrt worden, weil jetzt halt zurückkehrende Spieler halt auch eine Möglichkeit haben, hiermit reinzukommen. Ja, und ihr müsst einfach nur, ruft euer Konto auf der Programmseite auf, so wie wir hier sind, holt euch einen persönlichen Einladungslink, teilt den Link mit beliebig vielen anderen Personen. Und wenn die diesen Link benutzen, egal ob sie halt zurückkommen oder eben neu sind, bekommen diejenigen den Boni und ihr eben dann auch. So, das ist eigentlich das, was man zu diesem Werbeprogramm sagen kann. Wenn ihr euch noch weiter informieren wollt,
Wie gesagt, Link stelle ich hier unten auch nochmal rein zu den Regeln, aber unseren Einladungslink haben wir dann natürlich auch mit unten reingesetzt. Und jetzt kommen wir ins Eingemachte für alle Veteranen sozusagen, die World of Warships immer noch spielen oder gerne spielen, so müsste man das eigentlich sagen oder sollte man das sagen, weil World of Warships einfach ein cooles Spiel ist, was sich ständig entwickelt. Für manche mögen manche Sachen natürlich nicht, manche mögen die Sachen deswegen umso mehr. Ich persönlich mag den CV-Rework, viele andere eben nicht. Es ist ein Spiel, was allen gefallen soll und ja, jeder muss für sich dann eine Entscheidung treffen. Ja, wir haben natürlich Supertest-Informationen dazu. Das passt dann auch zu dem Thema, dass World of Warships sich ständig verändert und da somit ja auch ein sehr, sehr spannendes Spiel ist, weil hier eigentlich nie ein Stein auf dem anderen gelassen wird. Es wird permanent weiterentwickelt. Und wir kommen jetzt zu Primus-Schiffen, die in World of Warships demnächst integriert werden könnten. Und zwar in der Entwicklung ist ja die Neustrashimi, ein sowjetischer T-9-Zerstörer. Und da wurde jetzt vor kurzem ja die Reparaturmannschaft eingeführt, nämlich, dass sie 2% seiner gesamten Trefferpunkte pro Sekunde wiederherstellen können. Das wird jetzt ein bisschen genervt und zwar auf 1,5%, weil er sonst ein bisschen zu doll auf Steroide ist und ein bisschen zu viel Trefferpunkte wiederherstellen kann. Aber prinzipiell hat sich dieses Prinzip bewährt, deswegen wird das auf jeden Fall beibehalten. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass der DD später wieder ins Gefecht eingreifen kann, auch wenn er am Anfang vielleicht schon mal eine Konfrontation hatte, die für ihn ein bisschen problematisch war. Dann geht's weiter. Unser italienischer Zerstörer der Tierstufe 6, die Leone, bekommt auch eine Veränderung bei den Nebelwerfern. Und zwar wird die Ladung von 2 Standard und 3 Premium auf einem Standard und 2 Premium reduziert. Ja, weil der Nebelwerfer einfach ein bisschen zu stark quasi für diese Schiffe war, weil er sich ständig im Nebel quasi befinden konnte und daraus her erheblich viel Schaden machen konnte, was ein bisschen über den Zielen von Wargaming lag. Und dann kommen wir zu einem Schiff, was in der Community schon sehr, sehr beäugt wurde. Als es eingeführt wurde, war jeder froh von uns. Dann wurde die Azuma quasi downgegradet von T10 auf T9 und es wurden ihnen einige Eigenschaften entfernt. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, dass wieder einige Eigenschaften vielleicht sogar hinzugesetzt werden, in einem Austausch sei jetzt einfach mal. Also, es ist so, dass vorher die Azuma mit den Möglichkeiten ein typisches Fernkampfschiff war und ziemlich genau schoss und aber im Nahkampf ja doch sehr stark unterlegen war, sage ich jetzt mal. Und deswegen wurde jetzt hier, um die Möglichkeit zu haben, dieses Schiff auch ein bisschen effizienter im Nahkampf einzusetzen, eine Reparaturmannschaft verbessert. Und zwar die Aufladung von 2 Standard und 3 Premium auf 3 Standard und 4 Premium erhöht. Also eine Aufladung jeweils mehr. Dann wird die Abklingzeit von 120 und 80 oder premiummäßig 80 Sekunden auf 60 respektive 40 Sekunden reduziert. Also das heißt, ihr ladet einfach die Reparaturmannschaft viel schneller nach und habt damit dann eine bessere Überlebensfähigkeit im Spiel. Dann gibt es die hydroakustische Suche zurück, die ja mit der Degradierung auf T9 entfernt wurde. Und das ist jetzt die Standard-Hydroakustik, die für T9-Schiffe üblich ist. Also es gibt hier dann 2 respektive 3 Aufladungen. Ja, Schiffserkennbarkeit auf 5 Kilometer, was schon ziemlich cool ist. Ne? Also prinzipiell kann man sagen, es wurde auch ein bisschen was vom Sigma-Wert entfernt. Also die Kanonen schießen jetzt nicht mehr ganz so genau, wie sie vorher waren. Also jetzt ist der Sigma von 2,15 wieder auf 2,0 runtergesetzt worden. Es ist aber immer noch eine Kreuzerstreuung und keine Schlachtschiffstreuung. Und das geht da um die Flugellipse und die Verteilung der Granaten so ein bisschen, die da jetzt verändert wurde. Die Besonderheiten der Panzerung sind aber immer noch erhalten geblieben. Das heißt, ich hatte jetzt aus der Community erfahren, ich habe persönlich noch kein Panzerungsmodell von dem Schiff gesehen, aber das bedeutet wohl, dass es immer noch Overmatch-anfällig ist und so eine Sachen. Also man eine spezielle Fahrweise braucht, um mit dieser Azuma sehr gut kämpfen zu können. Also man merkt aber, World of Warships und unsere Schiffe, die wir hier zukünftig bekommen können, obliegen oder unterliegen einer permanenten Veränderung, zumindest bevor sie eingeführt werden und manchmal auch nachdem sie halt eingeführt wurden. Ich persönlich finde es auf jeden Fall interessant, dass sie wieder bei der Azuma nochmal ein bisschen was verbessern, meiner Meinung nach. Und ja, schauen wir einfach mal, ob es so bleibt oder ob es noch weitere Änderungen bedarf, die ihr dann natürlich hier erfahrt oder bei uns auf der Facebook-Seite, wo ihr jeden Supertest-Artikel ins Deutsche übersetzt bekommt und der das schon mal abrufen könnt. Ja. Der nächste Punkt, den wir dann haben,
ist die Lenin. Und zwar haben wir hier das 3D-Modell der Lenin. Das ist das Premium T8-Schiff, was für die Sowjetunion demnächst in World of Warships integriert wird und dann verfügbar sein wird. Ich vermute, es wird dann einen Themenbogen geben für die russischen Schlachtschiffe, nachdem die britischen Träger durch sind oder nachdem die Träger alle so ein bisschen angepasst wurden. Und ja, dann werden wir sehen, ob man den kaufen kann oder ob man den vielleicht sogar spielen kann. Wir wissen es alle nicht, aber wir wollen so mal ein bisschen reinschauen, wie sich das denn so hier angeht mit den Eigenschaften des Schiffes. Also, wir haben hier Gesamtteil-Trefferpunkte von 63.200 und eine maximale Kampfreichweite aktuell von 18,4 Kilometer. Wir haben drei Türme, A3 Rohre, 406 mm und die maximale Geschwindigkeit beträgt 28,5 Knoten. Das ist sozusagen die russische Nelson, nicht auf T7, sondern auf T8. Und die Ruderstellzeit ist hier wie bei allen russischen Schiffen sehr, sehr gering. Die hat 13,5 Sekunden, das ist eher Kreuzer-like oder schwerer Kreuzer-like. Aber die Erkennbarkeit an der Oberfläche ist mit 16,64 Kilometer doch recht groß. Vielleicht kann man noch was zu den Türmen sagen. 30 Sekunden Drehzeit von 180 Grad, also von ganz links nach ganz rechts sind 180 Grad. Da brauchen die Türme 30 Sekunden und die Nachladezeit beträgt 33 Sekunden. Sigma ist wie bei allen russischen Schiffen 1,7. Ja, also nicht so super, super genau. Und wir haben 245 Meter Streuung und das auf nur 18,3 oder 18,4 Kilometer. Das sind 245 Meter Streuung schon ganz schön heftig und das auch bei dem niedrigen Sigma-Wert. Also ich vermute, dass das relativ anstrengend wird, weil andere Schiffe schießen über 22, 23 Kilometer, haben eine geringere Streuung, also horizontale Streuung, als zum Beispiel die russischen Schlachtschiffe oder die Lenin hier. Alpha Damage HE 5850 und Alpha Damage AP 13.100. Sonst kann man eigentlich gar nicht so viel weitere dazu sagen, weil einfach selbst diese Sachen, die ich euch jetzt genannt habe, unterliegen der permanenten Änderung. Sie sind Work in Progress, also nicht final. Und von daher müssen wir dann einfach sehen, wie die Schiffe angepasst werden. Sie sind ja jetzt ab morgen mit dem Update 081 für die Kontributoren öffentlich fahrbar und weiter zu testen auf dem Live-Server. Und wir werden dann sicherlich sehen, wie sie weiter angepasst werden. Da wird es dann weitere Nachrichten geben, natürlich auch hier in der Flaschenpost. Als Verbrauchsmaterial haben wir hier natürlich auch Radar mit an Bord bei der Linie schon. Das möchte ich noch mit erwähnen. Reichweite 15 Kilometer und nur Schlachtschiffe und Flugzeugträger können aufgeklärt werden mit diesem Radar. Aktivitätsdauer 40 Sekunden, Cooldown sind dann beim Premium-Verbrauchsmaterial 180 Sekunden, also 3 Minuten und bei dem Standard-Verbrauchsmaterial sogar 270 Sekunden. Ja, alles andere eine Sache sollte man vielleicht noch unbedingt erwähnen, die sehe ich jetzt gerade erst. Und zwar wird das Schadensbegrenzungsteam hier limitiert sein, also nicht unendlich verfügbar wie bei vielen anderen Nationen, sondern angelehnt an die Oktoberrevolution wird es eben so sein, dass das Verbrauchsmaterial Schadensbegrenzungsteam begrenzt verfügbar ist. Es kann zwar häufig benutzt werden, und zwar alle 40 Sekunden, wenn man das Premium-Verbrauchsmaterial benutzt, und diese sind dann auch 20 Sekunden aktiv, aber man hat jetzt auf der Linie zum Beispiel nur 4 Aufladungen davon, was diese ganze Fahren mit diesen russischen Schiffen auf jeden Fall anstrengender macht. Gut, das war's zu Lenin. Jetzt stelle ich euch dann danach die Sowjetski Sojus, so muss man das wohl aussprechen, vor. Das ist dieses Schiffchen hier. Wir haben 2 Türme vorne und 1 Turm hinten. Die Lenin hatte 3 Türme vorne. Und da gibt es dann mit der besten Ausbaustufe 88.100 Trefferpunkte auf eine Reichweite von 19,4 Kilometer. Auch da sind es 406 mm. 28 Kilometer Knoten sind wir schnell. Kilometer pro Stunde sehe ich jetzt schon. 28 Knoten sind wir schnell. Und wir haben eine Ruderstellzeit von 14,9 Sekunden. Oberflächenerkennbarkeit ist dann 16,7 Kilometer. Bei der Hauptbatterie haben wir es genauso gleich. Das wird sich sicherlich noch alles ändern. Wie gesagt, alles Work in Progress. 180 Grad Kehre 30 Sekunden und die Nachladezeit sind 33 Sekunden. Sigma 1,7 und 257 Meter ist die horizontale Streuung der Granaten. Alpha Damage der HE-Granate 5800 und der AP-Granate 13.250. Ja,
Auch da gibt es dann das also den Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzungsteam, was da begrenzt ist, und natürlich das Überwachungsradar, was auch wieder nur Schlachtschiffe und Träger aufklärt auf 15 Kilometer. Ja. Dann kommen wir jetzt noch zum letzten Modell, und das ist dann die Kreml, die dann angelehnt ist an die Sowjetski Sojus. Und da haben wir dann die nächsten Werte. Und dieses Schiff löst den großen Kurfürst mit den meisten Trefferpunkten im Spiel ab. Der Kreml wird aller Voraussicht nach 108.300 Trefferpunkte besitzen in der besten Ausbaustufe. Ich gucke jetzt gerade mal, wir haben hier mehrere Ausbaustufen. Es gibt nämlich zwei Stück. Einmal gibt es die mit 406 mm und einmal gibt es sie mit 357 mm. Die Feuerreichweite ist jedes Mal 20,7 Kilometer, also genau so weit, wie der Kurfürst schießt. Und wir haben eine Ruderstellzeit von 16,3 Sekunden. Jetzt vergleichen wir mal die beiden Geschütze miteinander. Und zwar haben wir einmal eine 180-Grad-Kehre bei den 406 mm von 30 Sekunden und eine Nachladezeit von 28 Sekunden. Und bei den 457 mm von 30 Sekunden für die Kehre und von 34 Sekunden, also 6 Sekunden länger, für die 457 mm Kanonen. Der Sigma ist bei beiden Schiffen gleich angesiedelt, beides Mal 1,7, und die maximale Streuung beträgt 274 Meter, auch bei beiden Geschütztypen absolut identisch. Der Alpha Damage bei den kleinen Kaliber, also bei den 406 mm, sind auch wieder 5800 und der Alpha Damage der AP-Granate 13450. Und auf den großen Kanonen haben wir, also 457 mm, haben wir einen Alpha Damage von 6600 HP bei HE und 15500 HP bei der AP-Granate. Das heißt, die Brandwahrscheinlichkeit bei der HE-Granate beträgt 48%. Meine Güte, so viele Werte, wie man hier vorliest. Das ist also auch ein relativ hoher Wert und damit ist die Anzündwahrscheinlichkeit doch recht heftig. Bei den kleineren Kaliber, also bei den 406, hat die HE-Granate eben 40% Brandwahrscheinlichkeit. Das nur nochmal der Vollständigkeit halber. Die Verbrauchsmaterialien unterscheiden sich nach dem, was ich jetzt hier sehe, nicht. Auch hier haben wir beim Premium-Verbrauchsmaterial Schadensbegrenzungsteam 4 Aufladungen, bei der Reparaturmannschaft 3 Aufladungen und bei der Überwachungsradar auch wieder nur Schlachtschiffe und Flugzeugträger können aufgeklärt werden auf 15 Kilometer Reichweite, auch 3 Aufladungen. Das waren jetzt jeweils die Premium-Module, die ich euch vorgelesen habe. Alles andere reduziert sich dann jeweils um eine Aufladung und der Cooldown ist dann entsprechend verlängert. Werden wir dann aber sehen, ob das dann final auch tatsächlich so ins Spiel reinkommt. Sei gerade gesehen, wir sind schon mitten bei der Kreml und jetzt mache ich die Kreml her auf, aber das seht ihr mir sicherlich nach. Das ist ja schon zu sehen, dass das hier die Kreml ist. So, ich denke, dass auch diese Schlachtschiffe sicherlich ihren Platz in dem Spiel finden werden. Ob sie dann so kommen, werden wir sehen. Alles Work in Progress, wie ich schon mal gesagt habe heute. Und ja, es hat ein interessantes Feature eben mit diesem Überwachungsradar und gleichzeitig eben mit diesen begrenzten Schadensbegrenzungsteams, also Brände löschen, Torpedo, also Wassereinbrüche und so weiter. Das wird sehr, sehr interessant, ob das im Spiel erhalten bleibt, auch nach dem Tester. Und wenn es erhalten bleibt, ist das natürlich eine Einmaligkeit, die russischen Schiffe da haben, weil sie natürlich damit auch in die Lage versetzt werden, punktuell relativ stark an Schaden zu fressen, weil sie sehr, 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 sehr schnell Brände löschen können. Halt, hier ist der Cooldown bei dem Premium-Verbrauchsmaterial nur 40 Sekunden und den könnt ihr ja noch runterskillen, wenn ihr die Schiffe auf Survive skillt. Ne? Also die Nachladezeiten und die Branddauer und so weiter. Das ist ja alles noch möglich, wenn man dann die Signalflaggen einsetzt und den Kapitänskill damit einsetzt, 1000 Sasser, dann hat man ja dementsprechend eine kürzere Nachladezeit, bis die Verbrauchsmaterialien wieder parat sind. Dann seid ihr vielleicht locker mal bei 32 oder 30 Sekunden und das ist dann schon relativ heftig. So, und nun sind wir schon wieder am Ende der ganzen Flaschenpost angekommen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ihr habt wieder ein paar Informationen mitgenommen, die ihr vielleicht vorher noch nicht hattet. Oder ihr fand es einfach toll aufbereitet. Keine Ahnung. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne wieder eure Kommentare da. Ich weiß, ich sage jedes Mal, aber ich freue mich wirklich jedes Mal auch über jeden einzelnen Kommentar, der konstruktiv ist. Und natürlich über Lob ganz besonders. Das ist immer angenehmer als Kritik. Und
Ja, dann, wie gesagt, Feedback, Daumen nach oben. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt und uns das erste Mal seht, lade ich euch herzlich ein. Lasst uns ein Abo da. Wir machen hier immer weiter. Ihr bleibt hier immer informiert und vor allen Dingen seid ihr auf Deutsch informiert und nicht auf Englisch oder irgendwie. Wir übersetzen das, wie gesagt, auch auf der Facebook-Seite unsere Artikel immer vom Englischen ins Deutsche. Und ja, wir versuchen euch ein möglichst großes, rundes Abbild von World of Warships zu liefern in einem kompakten Video hier der Flaschenpost eben. Und was natürlich ganz wichtig ist und davon lebt jeder Streamer oder wie auch im realen Leben, Weiterempfehlungen. Weiterempfehlungen sind für mich das Beste, was mir passieren kann, kann man sagen. Wenn ihr von dem, was wir hier tun, überzeugt seid, dann sprecht einfach auch in eurem Clan die Empfehlung aus, vielleicht mal bei Secrets vorbeizuschauen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr doll freuen. Und jetzt genug mit der eigenen Bitte oder Eigenwerbung. Ich bedanke mich für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Secrets-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.